Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Risen 2 Dark Waters. Beim letzten Mal haben wir uns ja auf die Suche nach Tahana gemacht, einem Krieger der Eingeborenen hier von der Schwertküste, ein Krieger des Shaganumbi-Stamms. Und wir haben ihn auch gefunden, der wurde nämlich scheinbar von der Inquisition aufgegriffen und ja, hier in den Turm gesperrt. Und dann würde ich dann sagen, reden wir doch jetzt mal mit ihm. Hi, Capucheco, Gucho. Ja, Capucheco, genau. Was auch immer da. Ich weiß nicht, bedeutet das einfach guten Tag? Wer weiß. Warum bist du eingesperrt? Ich passe nicht auf. Es ist meine eigene Schuld. Bald bringen sie mich in das Steinlager. Steinlager? Was denn für ein Steinlager? Die haben doch nur Kisten geschleppt im Hafen. Was meinen die denn für ein Steinlager? Naja, wer weiß. Was ist denn überhaupt passiert? Tahana wollte zum Friedhof der Shaganumbi. Aber Blauröcke waren schneller. Was wolltest du denn auf dem Friedhof? Kikichani wollte, dass ich das Shaganumbi-Idol dorthin bringe. Aber ich habe es weggeworfen, als die Blauröcke kamen. Ich muss es finden, Gucho. Okay, gut. Wo wir gerade von Kikichani reden. Hey, Chani schickt mich. Ich will dich befreien. Chani, das ist gut. Also, irgendwelche Vorschläge, wie ich dich hier rauskriege? Der Schlüssel. Die Wache hat ihn fallen lassen. Hier im Hof. Ich geh mal suchen. Na, dann gehen wir mal suchen. Ein Schlüssel irgendwo im Hof. Ich weiß nicht, zählt das hier noch zum Hof? Ich glaube nicht. Hier läuft die Wache ja auch selten lang. Irgendwie schon ein bisschen unfair, dass wir den Typen jetzt befreien. Ah, da ist er ja. Schlüssel. Dadam. Wo wir ihm beim letzten Mal doch noch so schön unter die Arme gegriffen haben. Alles klar, ich hab den Schlüssel. Ich lass dich raus und dann bringe ich dich zurück zu den Shaganumbi. Die Wache wird uns nicht gehen lassen. Das werden wir ja sehen. Gut, ich werde vorgehen. Yalla, yalla. Jalla, jalla. So, jetzt kommt wahrscheinlich gleich die Wache an. Ja, die das natürlich sofort auch mitkriegt. Aber okay, gut. Sei ja jetzt mal egal. Zack. Da hat er gegen zwei nicht mal den Hauch einer Chance. Ich meine, sonst bin ich es ja, der gegen zwei kämpfen muss. Aber jetzt sieht man mal, dass auch der keine große Chance hat gegen zwei. Gut, los geht's. Weiter, weiter. Gar nicht lange warten, Alter, wie die manchmal immer rumschweben, ey. What the fuck? Junge, bleib mal auf dem Boden der Tatsachen. Ach ja, es ist irgendwie lustig. So, gut, der Friedhof, von dem haben wir ja schon gehört. Hat uns ja der gute Ranapiri schon von erzählt. Du hattest recht, Gucho. Das war leichter, als ich dachte. Ja, und jetzt lass uns abhauen, damit das auch so bleibt. Ich kann noch nicht zurückgehen. Was ist denn noch? Ich muss das Shaganumbi-Idol finden. Ich habe es in einen Busch geworfen, als die Blauröcke kamen. Dann lass uns dorthin gehen. Chi, Hoshi, folge mir. Chi, Hoshi. Warte mal, Hoshi, war Hoshi nicht Anführer? Hat er mich gerade Anführer genannt? Oh, da fühle ich mich jetzt aber geehrt. Das ist dann ja jetzt quasi eine Ehre. So, in der Nähe des Friedhofes schauen wir doch mal. Hier war ja die Kreuzung zum Friedhof. Das heißt, hier hast du es irgendwo weggeworfen, oder nicht? Oder wie? Darf ich das verstehen, mein Freund? Und wo hast du es jetzt hingeworfen? Hier habe ich das Idol weggeworfen. Geh du es suchen, ich halte ein Auge auf die Blauröcke. Natürlich. Die Blauröcke, die so zahlreich nachkommen, in einen Busch geworfen, hat er gesagt. Na, viele Büsche sind hier nicht, also hier wahrscheinlich irgendwo. Ja, da liegt's doch. Bäm, geschafft. War nicht sonderlich schwer, ne? Ich habe das Idol, wir können gehen. Gut gemacht, Hoshi. Los, weiter. Weiter. Ja, ja, gut. Jetzt müssen wir natürlich noch zu den Shaganumbi zurück, denn wer weiß nicht, dass der arme Tahana dann wieder aufgegriffen wird. Und dann werden wir uns bald vielleicht auch mal auf dem entsprechenden Shaganumbi-Friedhof umsehen. Denn wir haben ja auch, wie ihr euch vielleicht erinnert, noch einen Schatz dazu. Und wir müssen hier auch noch ein paar Viecher töten, ein paar Kisten aufmachen. Ach, jetzt gehen wir hier lang. Okay. Wir gehen diesmal einen anderen Weg als mit Ranapiri. Alles klar. Und von mir aus habe ich kein Problem mit. Da können wir noch ein paar Viecher umhauen. Ich frag mich bloß, wo es da hingeht. Zusammen. Ja, ja. Ich nehme doch bloß noch die ganzen Maki-Bären mit. Oho, wo kommen wir denn jetzt hier hin? Na, jetzt komm schon. Stirb einfach. Und zack. Und zwei. Ach komm, blöden Affen. Ihr seid doch nun wirklich keine Gefahr für mich. Ja, er ist schon tot, Freundchen. Brauchst nicht mehr draufhauen. Ich frag mich, wo er uns jetzt wirklich hinbringt, der gute Tahana. Oh, gehen wir. Ja, ja. Die immer mit ihrem Moonwalk. Sieht auch geil aus. Wo kommen wir denn jetzt hin, Freundchen? Was wollen wir denn hier?
Hier müssen wir vorsichtig sein. Du darfst nicht zu nah an den Tempel der Erde herangehen, sonst werden wir angegriffen. Ach, hier ist der Tempel der Erde, also da, wo sich Crow aufhält, mit dem Anführer der Chaganumbi momentan, mit dem Chakabakia. Sind dort nicht die Krieger aus deinem Lager? Chi, das ist richtig. Die Tonka haben den Befehl, auf alle zu schießen, die ihnen zu nahe kommen. Chakabakia und Crow dürfen nicht gestört werden. Klingt ja nicht gerade sehr gastfreundlich. Nein, aber wir dürfen nicht riskieren, dass der Zorn der Götter uns ereilt. Der Zorn der Götter? Frage Chani, wenn du mehr wissen willst. Gehen wir lieber weiter. Und hier am Tempel der Erde soll sich ja auch irgendwo noch Venturo aufhalten, dieser Inquisitionssoldat. Den müssen wir dann auch noch suchen, aber jetzt bringen wir erstmal das hier zu Ende. Komm, hau ihn nochmal. Danke. Deswegen bringen wir jetzt erstmal das zu Ende und dann sehen wir weiter. Ach, komm schon. Ach, ernsthaft. Jetzt hängen die hier. Ich kann nicht mehr angreifen. Der ist jetzt in der Dauerschleife. Das wird nichts mehr und der Typ da oben hilft mir nicht. Geil. Wir sind jetzt hier in der Dauerschleife, ich kann nichts mehr machen. Wie bescheuert. Ich versuche mal rauszukommen. Ich komme ja auch nicht mehr raus. Okay, er hat ihn getötet. Heilige Scheiße. Komme ich hier wieder raus? Bitte, sag mir, dass ich hier wieder rauskomme. Ohne jetzt zu nah an den Tempel gehen zu müssen. Okay. So, wo bist du denn jetzt? Heilige Fresse, das war knapp. Das hätte fast ins Auge gehen können. Wir bleiben zusammen. Ja, ja, ich bin ja schon da. Hat mich wieder eine ganze Menge Proviant dafür aber gekostet, was mich jetzt schon ein bisschen ärgert. Aber naja, was soll's. So, da vorne ist noch ein Feuervogel. Sollten wir ja aber den mit dem guten Typen hier locker hinkriegen. Bam. Bam. Warum habe ich den nicht getroffen? Das ging voll durch seinen Hals. Ach, diese Hitboxen immer, ne? Da finde ich, dass da könnten sie sich auch manchmal noch ein bisschen verbessern mit Hitboxen. Aber naja, gut. Was soll's. So, wo bist du denn? Da. Ja, ich glaube, ist das nicht das Flüsschen, wo wir damals auch mit Hikoko lang gekommen sind? Oder, also über dieses Flüsschen sind wir damals mit Hikoko gegangen, als wir, ja, in Richtung dieser Smaragdhöhle gegangen sind, um die, oder nicht Smaragd, Jadehöhle gegangen sind. Da drüben sind noch Blaukrallen, stimmt, ich erinnere mich. Das heißt, jetzt sind wir fast da. Jetzt sollte es nicht mehr weit sein. Und dann haben wir auch die Aufgabe für Chani erledigt. Ich dachte, das wären Maki-Bären, weil die so rot waren. Aber das sind einfach nur irgendwelche Kaktusblüten. Kaktusblüten einfach, weil Kaktusblüten sehen, glaube ich, auch so rot aus. Aber das sind hier halt die Kaktusblüten, bloß so eine Kaktus quasi. Aber naja, gut. Da ist übrigens auch noch... Hui, was war das denn für ein Leck? Da ist übrigens auch noch eine Kiste. Müssen wir alles mal öffnen. Aber alles später. Alles zu seiner Zeit. Jetzt bringen wir erstmal Tahana wieder ins Dorf. So, da wären wir. Haben wir es geschafft. Mensch. Ich danke dir, Gucho. Die Chaganumbi werden von deiner Tat erfahren. Ja, das hoffe ich doch. Wäre ja scheiße, wenn nicht. So, Chani, da oben ist sie. Ich habe den Typen zurückgebracht. Was sagst du jetzt? Ich habe Tahana befreit. Na, was sagst du jetzt? Tawonga, Pirat. Du hast wahr gesprochen und Taten gezeigt. Darum höre, was ich sage. Die Chaganumbi fürchten sich vor der Macht der Tivas. Bakir und die Tonkas folgen Craw aus Angst vor dem Gaio Tiva. Angst also vor dem Titan der Erde. Interessant. Okay, das heißt, was können wir machen? Wir müssen mit deinem Vater sprechen. Ich fürchte, dazu ist es schon zu spät. Er wird nicht auf uns hören. Dann hilf mir, gegen Craw zu kämpfen. Das werde ich, aber wir stürmen nicht los wie die Keiler. Ich habe einen Plan. Was ist das für ein Plan? Das will ich dir sagen. Doch zuvor verlange ich, dass du mir dein Wort gibst. Nur wenn ich dir vertrauen kann, gehen wir den Weg gemeinsam. Ja, und was bedeutet das, wenn ich mir, wenn ich dir mein Wort gebe? Was genau bedeutet für dich, ich gebe dir mein Wort? Ich führe dich in die Geheimnisse des Voodoo und gehe mit dir zum Tempel der Erde, aber... Es gibt immer einen Haken. Aber du gehst nicht zurück zu den Guchos mit ihren Donnerstöcken. Der Weg der Blauröcke ist nicht der Weg der Chaganumbi. Okay, wir dürfen also nicht zur Inquisition gehen. Naja gut, das entscheiden wir mal später. Ich denke darüber nach. Beziehungsweise ihr wisst ja, ihr entscheidet darüber später. Wir legen uns jetzt erstmal hin und dann würde ich sagen... So sind sie. Was soll denn das jetzt?
Und dann würde ich sagen, machen wir uns erst einmal auf in Richtung, ja, des eingeborenen Friedhofs und dann suchen wir diesen Venturo. Ich denke, das ist die sinnvollste Variante, das jetzt so zu machen. Und ich würde sagen, wir gehen den Weg. Wir könnten zwar den anderen Weg wieder über den Tempel der Erde nehmen, aber den gehen wir dann auf, ja, in die andere Richtung, würde ich einfach sagen. Bloß hier waren ja noch ein paar Viecher auch. Kann es sein, dass es schon wieder anfängt zu gewittern? Ich habe echt Glück damit. Das ist echt so lächerlich. So, hier waren doch irgendwo noch ein Haufen Viecher, dachte ich. Hatte ich irgendwie im Kopf. War hier nicht irgendwo sogar noch ein Jaguar? Da vorne. Also wenn wir uns den Eingeborenen anschließen wollen, soll man nicht mehr zurück zu den Blaurücken mit ihren Donnerstöcken. Naja gut, okay. So, komm mal her, Kleiner. Ich muss das besser timen. Mist, nicht gut getimed. Ich muss das timen, Moment. Er kommt an. Mist, noch nicht richtig. Hab ihn aber gleich das Timing. Das war scheiße. Ganz ruhig, Kleiner. So, wir warten. Warten und zack, jawohl. Das war das perfekte Timing. Bam und bam. Und tschüss. Aha, mit dem richtigen Timing geht das doch gleich. Schön. Hätten wir den auch erledigt? Frag mich, was jetzt da hinten noch ist. Noch ein Jaguar. Na, okay. Oh, das war aber, muss aber sehr knapp gewesen sein vom Timing. Das muss aber sein. Ah, perfekt. Mit Timing alles kein Problem. Und zack. Und zack. Und zack. Ja. Okay, das war ein bisschen zu früh. Hätte ich erst noch einen Schritt machen sollen. Aber es geht ja auch so. Perfekt. Und die haben eine Kiste quasi bewacht, die wir nicht öffnen können. Nicht mal mit unserem perfekten... mit unserem Diebesring. Naja, gut. Aber nicht so schlimm. Gibt Schlimmeres. Das gehört zumindest noch nicht dazu. So, hier mussten wir lang, glaube ich. Da standen, glaube ich, auch noch überall Kisten rum, wenn ich mich nicht irre. Also hier sind wir ja damals mit Ranapiri lang. Noch eine Maki-Beere. Schön, Proviant. Inzwischen haben wir ja wieder ein bisschen was. Ich finde das ein bisschen, ist die ganze Zeit ein bisschen sinnlos. Es regnet ja nicht mal. Es gewittert immer bloß hier in diesem Spiel, ne? Das ist ein bisschen seltsam. Aber okay, da war nämlich noch eine Kiste. Die können wir sogar öffnen. Perfekt. Okay, nicht sonderlich schwer. Fackel, Grog, gut. Ist jetzt nicht so der Hammer gewesen, aber was soll's, ne? Und da sitzen noch Maki-Bäre. Sitzen noch zwei Krallenäffchen. Ich versuche mal, den einen schnell zu besiegen. Und dann den anderen. Oh, das ging flott. Machen schon ordentlich Schaden, oder? Also zumindest gegen, ich sag's glaube ich immer, ich wundere mich immer, was ich für einen Schaden mache gegen die Krallenaffen, aber es sind halt nur Krallenaffen. So, da war noch ein Feuervogel, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, so groß zu kämpfen. Ich glaube, hier mussten wir lang zum, hier ging's lang, ne? Ja, zumindest sieht's ja sehr geklärt aus, da oben sehe ich noch einen Poku-Pilz. Den nehme ich gerne mit, Proviant ist wichtig, Proviant ist nötig. Zack. Oh, und da geht's auch noch hoch. Da könnten wir auch noch mal hingucken. Ach, jetzt werde ich... Jetzt lasse ich mich schon wieder enorm ablenken. Merkt ihr das? Aber naja, gut. Was soll's. Wenn man das schon mal sieht, dann kann man es ja auch mitnehmen. Ich meine, es gibt wirklich nicht viele Klettermöglichkeiten. Dann sollte man die paar, die es gibt, ja auch mal mitnehmen. So, noch ein Poku-Pilz. Aber das war doch hoffentlich nicht alles hier oben. Da links geht's noch weiter. Aber erstmal... Okay. Eine Erzader, das ist auf jeden Fall schon mal schön fürs Schmieden, falls wir das irgendwann lernen. Doch, ich denke, wir werden schmieden. Ja gut, ich werde schmieden, aber wahrscheinlich nicht lernen, um irgendwelche gewöhnlichen Sachen zu schmieden, wo ich wirklich dieses Erz brauche. Eigentlich kann ich das Zeug wahrscheinlich ziemlich gut verkaufen. Da ist schon wieder ein Jaguar. Hier ist ja voll mit den Biestern. Na komm her. Mist. Das war wieder knapp. Nächstes Mal kriege ich dich. Bei Blitz und Donner. Oh, das hätte ich so jetzt nicht erwartet, dass er abbricht. Zack, zack, zack. So, ein Ticken vor und zack, zack und zack. Und ein Ticken vor und zack, zack. Wenn man ihn einmal in dem Ding hat, dann ist es nicht mehr schwer, muss ich ehrlich sagen. Wenn man es einmal geschafft hat, ihn reinzukriegen, dann ist er Geschichte, der Jaguar. So, haben wir hier jetzt noch irgendwas? Ich lasse mich echt gerade enorm ablenken, ich weiß. Eigentlich wollte ich doch zum Friedhof. Hier scheint auch irgendwie nichts Interessantes zu sein.
Naja, gut. So, hier, ja, jetzt immer wieder hier. Okay, wir sind bloß einen kleinen Umweg gegangen. Hat sich jetzt nicht sonderlich gelohnt. So, jetzt aber zum Friedhof. Diesmal aber wirklich. Wir müssen hier lang, meine ich. Ja, da hinten war, müsste irgendwo die Brücke sein. Die Steinbrücke, von der der Torres geredet hat. Im Turm, am Turm, meine ich. Und da war auch noch, stimmt, da war noch eine Truhe. Am See. Fluss, whatever. Die können wir hoffentlich auch öffnen. Ja, okay, die ist gar nicht abgeschlossen. Da ist wahrscheinlich wieder Proviant drin. Nee, so, so. Also ich muss mal sagen, ganz ehrlich, wir haben vorhin eine Truhe geknackt. Da brauchten wir 45 Diebeskunst, ne? 45 Diebeskunst, was am Anfang wirklich eine ganze Menge ist. Und wir haben 10 Goldgrog und eine Fackel gefunden. Jetzt öffne ich eine Truhe, wo ich gar keine Diebeskunst brauche und finde 3 Gold, eine Fackel und Grog. Also manchmal sind die Relationen... Manchmal fühlt man sich echt ein bisschen verarscht dafür, dass man Diebeskunst gelernt hat. So, hier muss es ja zum... eingeborenen Friedhof gehen. Den wollen wir uns natürlich angucken, wie gesagt, vor allem auch, weil wir ja einen eine Schatzkarte noch da haben für den eingeborenen Friedhof. So, und ich glaube, ich speichere mal. Weil, also, ich kann es noch mal kurz zeigen. Ihr habt es vielleicht auch schon wieder vergessen. Da, der Schatz auf dem eingeborenen Friedhof. Den können wir eigentlich auch markieren. Wobei, eigentlich ist eigentlich auch scheißegal. Wir müssen ja eh nur das Kreuz finden. Es gibt ja noch keine Minimap. Und warum hole ich eigentlich für eine lächerliche Termite gerade meine Dingens raus, meine Flinte? Das war eine lächerliche Termite. Da brauche ich doch keine Flinte. So, kommen bestimmt noch mehr davon, oder? Termiten sind keine Einzelgänger. Ja, da sind noch mehr. Oh, mehr ist gut. Okay, jetzt ist Zeit für eine Flinte. Eigentlich eher auf den Termitenkrieger, aber okay. Machen wir erstmal die Termite fertig. Bam. Und Schuss 3. Warten. Na gut, okay, der kommt nicht näher. Brauche ich ja nicht warten. Der da scheint auch... Ah, nee, okay, der kommt näher. Sah gerade so aus, als steckt er irgendwie fest. Bäm. Okay, warte, das war... starker, schneller. Na, nun komm schon. Starker, schneller. Und nochmal schneller. Und dann blocken halt... Okay, dann noch ein Termin. Oh gut, die Termitenkrieger sind ja jetzt nicht das Problem. Die sollten wir ja schon gebacken kriegen irgendwie, ne? Starker, schneller. Und blocken. Warten, bis sich eine Gelegenheit ergibt. Und... einfach nur die Schnellen, glaube ich. Zwei Schnelle ist, glaube ich, sinnvoller. Immer zwei Schnelle. Der ist gerade so rot. Was ist denn das hier für eine Lichteinwirkung? Und bam. Haha. Ist zwar nicht nötig gewesen, muss ich ehrlich sagen, war aber jetzt irgendwie cool, fand ich. Ich finde generell, Kämpfe mit Pistole zu beenden hat irgendwie was. So, mal sehen, was hier jetzt drin ist, eine 20er-Truhe. Es blitzt übrigens auch innerhalb der Truhe, aber okay. Proviant und Goldbrocken, naja gut. Naja gut. Naja gut. Wir haben 16 Grog noch, das geht eigentlich, kommen ganz gut klar. Ich benutze ja auch fast nie Grog oder Rum, ne. Von daher kommen wir schon relativ gut klar. Ich muss ganz ehrlich sagen, beim ersten Mal ist mir... Oh, jetzt kommt hier Nebel auf. Beim ersten Mal ist mir passiert, dass ich hier ein bisschen am Ende Grog-Probleme hatte. Liegt einfach... Oder, ja, liegt einfach daran, weil ich glaube, es gibt hier keinen einzigen Alkoholverkäufer auf dieser Insel, was ein bisschen dumm ist. Muss man ganz ehrlich sagen, das ist halt wirklich ein bisschen dämlich. Oh, das ist jetzt natürlich doof. Ich dachte, ich treffe ihn nochmal und kann ganz in Ruhe meine Waffe wechseln. Zack. Und zack. Und zack. Und zack. So, perfekt. Dann mal weiter nach oben zum eingeborenen Friedhof. Ach du Scheiße, da stehen schon wieder... Gut, wenn wir auf einem Friedhof sind, sind das wahrscheinlich wieder diese eingeborenen untoten Krieger, die wir schon in anderen Tempeln gesehen haben. Auf Takarigua. Vor allem sind es 2. Friedhof gefunden. 3, 4... Das wird ein Spaß. Mist. Ja, ja, ihr dreht euch wieder schön. Die werfen ja wieder mit ihren Scheißsperren. Da, kommt's schon. Ich muss wenigstens einen Krieger umhauen. Dann habe ich eine Chance. Jawohl, Treffer. Ist halt alles nicht sonderlich gut mit unserer Trefferquote, ne? Ja, okay, den Hitten habe ich jetzt von mir aus genommen. Dafür habe ich auch einen verpasst. Bäm. Ach du Scheiße. Wie es den weggefeuert hat einfach. Aha, ich vergesse immer, dass das nicht ausweichen ist.
Ich habe zu viel Witcher 3 gespielt. Man merkt es. Ich will immer mit B ausweichen. Hier auf diesem... Das ist aber auf Y. Oh, der hat halt eine höhere Reichweite, ne? Als wir. Aber das kann ich mit den starken Angriffen wieder ausbaden. Und zack. 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 Okay, mal ein bisschen zurück, damit die anderen nicht kommen. Ach scheiße, jetzt wird er aber gleich wieder mit seinen Gewerfe anfangen. Haha, hier kannst du mich aber nicht treffen. Zack. Und bam. 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 Der wehrt mir echt zu viel ab. Ich meine, der Nachteil an deren Sperren ist, dass die extrem lange Angriffsmoves haben hier. Ganz ruhig, Kleiner. Darf ich auch mal wieder Schaden machen? Danke. Shit. Der Treffer hätte jetzt mal sitzen müssen, ausnahmsweise. Ach, der hat eine Reichweite, das glaubt man gar nicht. Das war klar. Oh, ich wollte nicht treten, Junge. Komm schon, jetzt verreck doch endlich. Danke. So, dann nehmen wir erstmal das Zeug auf, warten, bis wir ein bisschen fit wieder sind und kümmern uns dann um die anderen beiden. So, und wo sind der andere eigentlich hingeflogen? Sein Speer liegt zumindest noch da, na, immerhin etwas. Na gut, dann jetzt die anderen beiden. Flinte, speichern und los. Los, los, los. Ich frag mich, das Lustige ist, muss ich mal übrigens sagen, an der Tahana-Quest, was ich immer finde, der Typ ist einst losgegangen, die ganze Sache mit dem, dass der von der Inquisition gefangen genommen wurde und so, ist einst losgegangen damit, dass er eigentlich ja ein Idol hierher bringen wollte, ne? Nochmal zum Erinnern, er wollte ein Idol eigentlich hierher bringen, das war der ganze Aufhänger dieser Sache, wodurch alles dann passiert ist. Und im Endeffekt haben wir jetzt das Idol genommen und nichts damit gemacht. Das ist irgendwie ein bisschen dumm, finde ich. Ach Mist, das ist der Falsche. Boom. Daneben. Auch schon wieder viel zu viel davon. Ich glaube, es war ein Treffer, oder? Jawohl. Bam. So. Und jetzt wieder ein bisschen Munition sparen. Oh, und guckt mal, was da hinten ist. Oh, und da sehe ich auch schon das Kreuz. Ach, jetzt komm schon. Ich dräng den einfach so weit in die Ecke, dass er nicht mehr zurück kann. Dann ist er nämlich vollkommen fertig. Ja, perfekt. So, Scharfblick. Und hier haben wir scheinbar auch den Schatz auf dem eingeborenen Friedhof. Ich frage mich zwar, wer den hier vergraben hat, aber was soll's. Und da haben wir nämlich noch den Schrumpfkopf, einen weiteren legendären Gegenstand. Und zwar bewirkt der... Sammlung Schrumpfkopf. Einschüchtern plus 10. Sein Anblick sollte ein abschreckendes Beispiel für die Feinde seiner Freunde sein. Übrigens, ich habe gerade gesehen, wir können wieder skillen. Dann machen wir Klingen auf 5. So, und dann holen wir uns den Schatz. Ich müsste auch noch... Wie viel Silberzunge haben wir eigentlich? Da war ja noch eine Sache mit einer Frau in Puerto Isabella, ne? Aber ich glaube, es gibt ja auch keinen Silberzungenlehrer auf dieser Insel. Kann das sein? Ich habe zumindest gerade keinen im Kopf. Die eine konnte mir Härte, glaube ich, beibringen, Puerto Isabella, aber ich glaube Silberzunge nicht. Das finde ich gerade ein bisschen blöd, weil ich wollte eigentlich noch was fertig machen mit der. Halt, häng halt halb in dieser Kiste drin, aber okay. Und die Kiste schwebt übrigens auch. Ja, okay. Zeug halt. Also ich wollte doch gerade gucken, wie viel Silberzunge habe ich denn? Silberzunge 40. Ich glaube, da brauche ich doch aber nur noch 5, oder? Müssen wir mal gucken. Vielleicht kann ich das irgendwie kriegen. Vielleicht habe ich vielleicht... Warte mal, habe ich vielleicht irgendwas, was das macht? Das geht ja auch noch, ne? Kopf. Ach, das gibt mir schon Silberzunge. Das gibt mir nichts, aber da habe ich auch nichts anderes. Ring des Diebes. Nee. Doch, da, Silberzunge plus 5. Ha, da können wir das mal, wenn wir in Puerto Isabella sind, nochmal machen, weil das wäre mir noch ein Anliegen. Aber bevor wir nach Puerto Isabella gehen, geht's erstmal noch wieder in den nächsten Tempel der Eingeborenen. Auch wenn die Musik irgendwie nicht passt, da vorne sehe ich schon ein Idol. Jetzt passt die Musik doch besser. Und dahinter eine Truhe. Ich würde sagen, ich nehme erstmal die Truhe, weil wenn ich das Idol nehme, passiert bestimmt wieder was.
Offiziersring. Nice. So, her mit dem Idol. Was passiert? Oh. Okay. Oh nein. Mehr von denen. Es sind wieder zwei, es war ja so klar. Auf dem engen Gebiet könnte das gefährlich werden. Und ich verfehle natürlich trotzdem. Das ist der Hammer, hä? Und ich sollte mal mir einen nehmen, einfach. Bam. Bam. Bam, nicht Bam. Sagen die irgendwas? Das klingt gerade so. Bam. Alter, wie kann man denn aus der Entfernung nicht treffen, Junge? Wie kann man denn aus der Entfernung nicht treffen, bitte? Hallo? Was ist denn jetzt? Danke. Aber den triffst du. Bam. Bam. Und tschüss. Tschüss, sagte ich. Perfekt. Nummer 1 erledigt. Und Nummer 2. Schön, an der Wand können die ihren Rückwärts-Move einfach nicht ausführen und sind vollkommen, ja, haben vollkommen keine Ahnung mehr, was sie eigentlich tun sollen. So, ach, bin ich froh, wenn wir dann auch ein bisschen mehr aushalten, dann brauchen wir das auch nicht mehr so kompliziert machen, immer mit der Flinte. Jetzt erstmal Sarkophag öffnen. Und wir finden ein Tihako, Totenkult und schwarze Magie, naja gut. Wie kommen wir hier jemals wieder raus eigentlich? Gibt's hier irgendwo einen Hebel? Ah, da ist ein Hebel, ja. Wollte schon sagen, ich komme ja... Ja gut, ich hätte wahrscheinlich das Idol wieder zurück auf den Altar stellen können, aber wer macht das schon? Ach, okay, und jetzt sind wir hier. Gut, das war ein relativ kleiner Tempel. Aber da sage ich auch nichts dagegen, denn ich sehe schon, unsere Zeit ist wieder abgelaufen. Und ich würde sagen, jetzt haben wir ja Tahana befreit, jetzt fehlt eigentlich nur noch der gute Venturo, den wir finden sollen, den Offizier oder den Speer der Inquisition. Der soll sich ja, wie gesagt, irgendwo am Tempel der Erde aufhalten, aber wie wir uns dahin aufmachen und ihn versuchen zu finden, das seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play Risen 2 Dark Waters. Bis dahin. Ciao.